Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, doch Weihnachtsspecial, aber ich will es eigentlich gar nicht Weihnachtsspecial nennen, sondern zu einem kleinen Analytics-Video. Ich mache halt ein bisschen Weihnachtsgebimmel im Hintergrund. Dann haben wir ein Weihnachtsvideo. Wir können das ja eh irgendwie machen, ne? Und was vielleicht noch ein Film so im Hintergrund laufen und der, ne, so keine Ahnung, Weihnachts, damit wir Weihnachtsstimmung erzeugen, so. Tada! So, ja, Analytics, eigentlich sollte ich das nicht zeigen, weil ist natürlich, das kann nur deprimieren. Aber ich möchte trotzdem mal wieder, weil ich habe es mir, um ehrlich zu sein, schon Ewigkeiten nicht mehr angeschaut, wirklich Ewigkeiten. Und ich habe gedacht, ach, was soll's, das mache ich mal mit euch zusammen. Ich weiß auch gar nicht, wie das in diesem neuen Format hier, wie das da so genau funktioniert. Aber ich sehe hier, oben sind die letzten 28 Tage vom 8.11. hier bis 5.12. eingeblendet. Können wir dann vielleicht nochmal erweitern. In dieser Zeit hat sich meine Wiedergabezeit enorm um 50,2 gesenkt. Also, na gut, da fällt die Zeit auch rein, wo praktisch Winterpause ist. Ne? Das fällt natürlich rein. Dadurch haben sie natürlich auch Aufrufe, 65 weniger als gewöhnlich, aber das braucht nicht unbedingt mit der Winterpause was zu tun. Aber die Abonnenten sind nach oben gegangen. Plus 9. Hat natürlich nichts zu sagen, denn die gehen auch ganz schnell wieder weg. Oder schauen nichts. Ne? Abonnieren nur. Ist natürlich dann auch. Also wir sind auf 412 Abonnenten gewachsen. Wahnsinn, wir haben fast die 500. Wir peilen streng genommen die 500 an. Ne? So, genau. Jo, dann. Unsere Top-Videos in der Zeit sind Elder Scrolls. Ja, welcher Teil? Teil 100. Das ist schön. Nämlich, meistens ist es ja immer der erste. Na gut, 12 Aufrufe. Also ich will mich mal nicht rühmen. Aber okay. Und Ark Teil 1, ne? Das schaut sich immer mal jemand an. Ist auch immer ab und zu mal wieder ein neuer Kommentar drauf. Ne? Oh, und freut mich, Geschichte erleben. Sehr schön. Das sind ja auch meine zwei Lieblings-Let's Plays, ne? Geschichte erleben und Elder Scrolls. Das sind meine zwei Lieblings-Let's Plays. Genau so ist es. So, was haben wir hier? Meine besten Ausge... Oh, wie bitte? Let's try... gut, aber schaut hin. Da muss ich auch ein bisschen die durchschnittliche Wiedergabezeit anschauen. Ne? Da hat man mal vielleicht reingeschaut. So 4 Minuten. Oder noch weniger. Hier, schaut mal hin. Das ist ja auch... Da hat man auch mal kurz reingeschaut, aber... Das hat man auch nicht so übernommen. Selbst wenn man Geschichte erleben, ne? Das muss da... Nee, wir müssten mal... Achso, das kann ich nicht auswählen. Ich wollte mal nach der durchschnittlichen Wiedergabezeit das dann ordnen. Geht anscheinend nicht. Schade eigentlich. Ja, Kanalupdate ist ja Quatsch. Ja, also, seht ihr, das sind alles so mit 3 Minuten. Ne? Da hat man vielleicht mal kurz drauf geklickt und ne, das ist eigentlich... Hier, das hier ist vielleicht noch, ne? Da kann man sagen, okay, das ist in Ordnung. Und vor allen Dingen für die Folge finde ich das in Ordnung. Ich denke, Kingmaker ist trotzdem, obwohl es so schleppend vorangeht, ist, glaube ich, ganz gut. Und ich mag es auch sehr gern, davon abgesehen. Ne? Ich mag es wirklich sehr gern. Ja, X4. Ja, X4 hat, ich habe mal rangeschaut, das hat richtig Aufrufe. X4, teilweise über 50, das ist ja auf meinem Kanal praktisch ein Highlight. Um nicht zu sagen, ein Traum. So, wir gehen jetzt mal auf... ein Jahr. Und dann machen wir unbegrenzt. Na, wir gehen jetzt mal letzten 365 Tage. So, patsch. So, wollen wir schauen. Immerhin fast 70... Hier sagt er uns nichts mehr.
Aber unser Kanal ist mit Auf und Abs dann doch im so aktientechnisch im Abwärtstrend. Eher im Ab, ja, im Abwärtstrend. Wenn wir mal unbegrenzt dann anschauen, werden wir wahrscheinlich sehen, dass mein Kanal eher im Abwärtstrend ist, ne? So richtig. Obwohl die Abonnentenzahl gestiegen ist, ist er im Abwärtstrend. Und wenn ich das auf Wiedergabezeit, na gut, Wiedergabezeit kann ich ja nicht verwenden, weil ich habe ja immer wenige Videos, ne? Ich glaube, früher habe ich ja viel mehr Videos rausgehauen, ne? Ja. So, und was sind dann hier meine besten Videos? Ach, immer noch dieselben, oder was? Echt? Ich habe gedacht, jetzt sind es andere. Wirklich? Das ist doch Quatsch, oder? Das kann nicht sein. Na gut, vom 7.12. bis... Ach so, 7.12.2019. Ja. Aber es sind immer noch dieselben. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Ne, sind genau dieselben. Merkwürdig, oder? Finde ich merkwürdig, dass das trotzdem noch die im ausgewählten Zeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist irgendwas. Ich glaube, das ist irgendwas faul. Wir machen jetzt mal unbegrenzt. Mal schauen. Ja, jetzt sind es. Das ist klar. Ne? Aber wollen wir schauen jetzt. So. Der Trend ist. Ich habe eine volle Spitze gehabt gleich am Anfang. Und dann sind wir komplett in den Boden gerutscht. 2015. 2017 war ein Highlight. Was ist da passiert? Wieso ist 2017 das Highlight gewesen? Was ist hier die große Erneuerung gewesen? Müssen wir natürlich genau analysieren. Und dann könnte ich komplett meinen Kanal umstellen auf das, was hier das Highlight gemacht hat. Und dann sind wir wieder im Abwärtstrend. Okay. Jetzt sind es wieder dieselben, ne? Ja, das ist Quatsch. Also da ist irgendwas faul. Soll ich mal die Seite komplett aktualisieren? Ob das vielleicht was bringt? Wenn ich jetzt unbegrenzt... Probier's mal. Ja. Okay. So. Nee. Das ist Quatsch. Das muss ja anders sein hier. Ja, das ist ja Quatsch hier. Aber immerhin, durchschnittliche Wiedergabezeit 11 Minuten. Finde ich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Ach so, von meinem neuesten Video. Ach so. Ja, aber trotzdem finde ich es nicht schlecht. Davon abgesehen. Also, ich habe gedacht, so durchschnittlich, wisst ihr? Okay. Wir schauen mal kurz in die Reichweite. Was heißt das eigentlich, Reichweite? Achso, ja, okay. Ja, das ist Quatsch. Also, ist nicht Quatsch, aber brauchen wir jetzt nicht. Interaktion. Was bedeutet das? Wichtigste Momente für die Zuschauerbindung. Die Einleitung. Die Einleitung. Die haben sich viele angeschaut. Meine Einleitungen sind super, besonders von GTA 5. Was haben wir hier noch? Infovideo? Ja, Infovideos sind immer super. Viel Geschichte erleben, ne? Schaut mal hin. In der Einleitung zumindest. Jetzt schauen wir mal rüber zum durchgehenden Segment. Habe ich noch nie gesehen. Im durchgehenden Segment wird es echt übel. Wenn nicht gar traurig. Da haben wir nur GDA. Ach du Grüne. Was sind Ausschläge? Ausschläge mal dazwischen ist Geschichte erleben. Nur Geschichte erleben. Okay. Und was, wo gab es die besten Einbrüche? Oh, auch bei Geschichte erleben gab es die größten Einbrüche. Und auch bei GDA. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na gut. Und was ist mit der Zielgruppe? Ich weiß nicht, früher war das irgendwie für mich angenehmer zu schauen. Überhaupt finde ich den neuen YouTube, ich finde ihn immer noch suboptimal. Ich sag's nicht, wie es ist. So, wollen wir schauen. Nutzer ohne Abos sind immer noch die meisten.
ich sollte vielleicht immer, wie andere YouTuber, soll ich vielleicht immer sagen, hey, abonniert, abonniert, abonniert. Nee, Quatsch. Quatsch mit Soße. Kommen alle aus Deutschland. Juhu. Ich muss mal kurz schauen. Kurz mal, was soll das hier sein? Ach, 1,9. Wir haben ein paar aus Österreich. Verschwindend gering. Noch verschwindend. Nur ein halber Mensch ist aus der Schweiz dabei und eigentlich nicht relevant aus Russland und Frankreich. Ich bin eben nicht international aufgestellt. Meine weibliche Fangemeinde ist auch recht überschaubar. Wenn man schaut, welches Alterssegment, ja, das glaube ich nicht, oder? Na ja, gut. Also, dass die hier auf alle Fälle, dass ich die Zielgruppe überhaupt nicht anspreche, die spreche auch nicht an, ne? Ist klar. Eigentlich spreche ich eher die Zielgruppe hier an. Eigentlich spreche ich eher, um ehrlich zu sein, mehr oder weniger, glaube ich, die hier eigentlich an, ab 35. Aber 25 bis 34 ist hier, ne? Okay. Ist in Ordnung. Ja, was heißt in Ordnung, ne? Gut. Das ist alles, was ich jetzt hier anschauen kann. Das war's. Was heißt denn hier eigentlich mehr anzeigen? Slate. Nur, falls ihr nur einen weißen Bildschirm seht. So. Ach nee, hier ist besser. Hier sieht man es besser. Auf der, ah, okay. Das ist hier schöner von der Übersicht her. Albers da auf. Mein Roleplay ist tatsächlich hier top. Best of the best. Obwohl die Wiedergabezeit ist extrem niedrig. Insgesamt, oder? Keine Ahnung. Oder ist es aufgerundet? Ach so, das ist aufgerundet auf alle Videos. Ja, ist ja klar. Verstehe. Und die Aufrufe. Oh, echt? Ich habe 6000 Aufrufe auf mein Acroll Play. Wollen wir drauf? Wirklich? Sicher? Komm, wir gehen mal kurz drauf. Okay. 6000 tatsächlich hier, schütte. Mal schauen, ob mein Internet heute mitspielt. Mein Name ist Gedwin. Und ich werde langsam alt. Gehe auf die 50 zu. Genau, weiß ich es aber nicht. Mit meinem kleinen Transporter bin ich nun schon viele Jahre im Weltall unterwegs, sammle Ressourcen, verkaufe sie gewinnbringend. Doch eines Tages kam. Vorführeffekt, doch, ihr seht, ne? Also, wenn ich mit der Axt draufschlage, dann ist es anders. Wir brauchen aber noch ein bisschen Feuer. Feuerstein. Ja, aber ihr seht, wir haben auch 7 Leute, die das nicht mochten. Was mochten die da dran jetzt genau nicht? Würde mich mal, wer das jetzt sieht und das nicht mochte, wäre mal interessant zu wissen, was sie genau dran. Ich meine, ich könnte mir vieles vorstellen, aber alles halt. Ja, Wizardry ist natürlich, ne? Ist natürlich wirklich auch von der. Also Wahnsinn, oder? Ich hab gar nicht gewusst, dass es überhaupt so viel Aufrufe gab. Na gut, da hat jeder mal draufgeklickt, ne? So 3 Sekunden. Deswegen sind die Aufrufe, also das sind deswegen auch keine 2000 Aufrufe, ne? Und die haben sich das Video angeschaut, ne? Das kann man, das also kann man nicht vorstellen. Können wir eigentlich? Ja, nach Aufrufen wäre es Quatsch, ne? Wiedergabezahl ist schon gut. Nach Wiedergabezeit ist besser, wenn sortiert, das ist richtig. Was haben wir noch dabei hier? Railroad 3, ja, verstehe ich. Blackguards, okay.
ist auch. Lone Wolf, eines meiner Worte, auch toll. Also sehr gern. Aber ich glaube, das ist dann auch. Oh, Let's Play Command Great War. Mhm. Was haben wir noch? Privateer, okay. Ist ja voll vorne, ne? Privateer. Also meistens die Let's Tests, ne? Wenn man es mal richtig bedenkt, schaut hin. Alles Let's Tests. Außer hier der Shadow Play. Wahnsinn, ne? Was da an vorderster Stelle ist. Verrückt, oder? Meine persönlichen 3-der-Runden-Strategie. Ach ja, kann ich mich entsinnen. Was war denn das hier? Eisenwald, jawohl. Ja, das war auch nicht schlecht. Hier ist Skyrim. Teil 3. Lone Wolf, sehr schön. Let's Test, Alarmstufe Rot. Was haben wir noch? Armello, okay. Echt Armello? Aber es sind alles Let's Tests, ne? Mehr oder weniger. Also größtenteils. Total War haben wir hier noch. Aber jetzt nix, was jetzt so an meinen normalen Let's Plays sind, ne? Muss man ruhig mal zugeben. Aha. Und was ist jetzt hier, wenn wir hier jetzt auf Region gehen? Schauen wir mal. Weil ich finde, die ist jetzt irgendwie aussagekräftiger, das Ganze. Ah, schaut hin. Da kann man es jetzt besser sehen. Ja, das ist schön. 409 Aufrufe aus Polen. Die haben kein Wort verstanden. Und die Ukraine? Oder aus Thailand? Kein Wort verstanden, aber haben es einfach mal angeklickt. Ist in Ordnung. Jetzt können wir nochmal auf Alter. Ja, okay. Ist in Ordnung. Adi. 65 plus Zuschauer. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Also hier hat wirklich... Da, hier. Das sieht man mal, wie mit Das ist ja interessant, ne? Das ist ja interessant. Mit wachsendem Alter schafft man es doch länger aufmerksam ein Video zu verfolgen, ne? Das merke ich aber auch. Die TikTok-Generation schafft das nicht mehr. Und mit noch größerem Alter geht es dann wieder bergab. Obwohl, okay, man muss ja sagen, das sind auch wahrscheinlich kaum Aufrufe. Aber, ne, das hat das so eine, ne? Außer die, was ist mit den 35 bis 44? Wenn ihr euch unter die 35 bis 44-Jährigen zählt, habt ihr irgendeinen, da kommt wahrscheinlich dieses TikTok, ist es jetzt bei euch auch angekommen oder was bei den 35? Bei denen ist es wahrscheinlich noch nicht ganz angekommen, bei denen ist es wieder angekommen und bei denen kommt es wahrscheinlich nochmal an. TikTok-Verhalten, ne? Okay, Geschlecht wäre noch interessant, haben wir gesagt. Weibliche Zuschauer, okay. Da sind die weiblichen doch, ne? Da merkt man, die können länger zuschauen. Ja, das verstehe ich. Männer sind da nicht so aufnahmefähig. Ja, ist in Ordnung. Ich grüße euch, meine weiblichen Zuschauer. Ja, aber woher wissen sie denn das? Ne? Ich kann doch sonst was hier angeben. Ist natürlich alles Quatsch mit Soße, aber... So mal als Just for Fun, ne? Das ist schon ganz gut. Datum ist Quatsch. Abo-Status, was soll denn das sein? Achso, das ist wieder das Nutzer ohne Abo. Aha. Abo-Quelle braucht man nicht. Playlist vielleicht nochmal, als letztes. Dann höre ich auf, euch mit Statistiken zu quälen. Playlist ist tatsächlich meine Wizardry. Ja gut, aber man sieht ja hier nichts mehr, ne? Ist das wirklich eine Rangfolge hier? Wäre mal interessant zu wissen, ne? Ja, okay. Gut, genug des Spaßes. War aber ein Spaß für mich wieder. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes und frohes und gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass ihr in den Zeiten überhaupt mit euren Familien feiern könnt. Und ja, wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Vom 24. bis zum 31. wird überhaupt kein Video von mir hochgeladen. Also dieses. Ciao, ciao.